Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortragsblock am Donnerstag der VOSGIS 2019 in Dresden. In diesem Vortragsblock geht es um offene Daten, Open Data. Und zum Anfang werden wir erstmal so ein bisschen erfahren, wie man diese Daten überhaupt, wo man sie findet, wie man sie analysiert, wie man sie verarbeitet. Und dazu gibt es an der Universität Rostock einen Online-Kurs und den wird uns jetzt Axel Lorenzen-Zabel präsentieren. Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Eingangs, bevor ich nochmal anfange, angeregt von den gestrigen Usability-Vorträgen hier auf der VOSGIS, lade ich Sie ganz herzlich ein, die Seiten und die Seite während meines Vortrags zu besuchen und sich im Kurs umzusehen. Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Fragen, dann gerne live hinterher oder im Forum, Chat, als GitHub-Issue oder anonym im Kontaktformular. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Zu mir, ich bin Axel Lorenzen-Zabel, Geograf und seit 2017 an der Universität Rostock als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Projekt Open Geo Edu tätig. Und ich freue mich, ja, das Projekt vorstellen zu dürfen und einen kleinen Einblick zu geben, was wir so machen und wie wir mit offenen Daten lernen oder möchten als Studierende und Interessierte mit offenen Daten lernen. Offene Daten sind Daten, die von jedem und zu jedem Zweck genutzt, verändert und weitergegeben werden können. Dies in Anlehnung an die Open Definition. Den Open Data Blog habe ich jetzt sehr kurz gehalten, weil viele schon wissen, worum es geht bei offenen Daten und zum einen ich den Fokus mehr auf den Online-Kurs lege. Voraussetzung für die Nutzung von offenen Daten ist neben der öffentlichen Zugänglichkeit und der Interoperabilität im Kontext des hier abgebildeten 5-Star-Open-Data-Modells auch die Gemeinfreiheit bzw. die Verwendung von offenen Lizenzen und ja auch eine weitgehende Kostenfreiheit. Offene Daten begegnen uns an ja, vielen verschiedenen Stellen und aus vielen unterschiedlichen Quellen, neben Verwaltungsdaten und Geodateninfrastrukturen, offenen Geodaten und Daten kommerzieller Anbieter, Forschungsdaten oder nutzergenerierte Daten wie bei OpenStreetMap, Daten aus, ja, von Nutzern in Social-Media-Diensten generiert oder ja, Messreihen aus Citizen Science-Projekten, sei es Luftdaten und andere. In dem Projekt legen wir den Fokus auf freie Geodaten. Es gibt also viele offene ja, Daten, doch in der praktischen Ausbildung in raumbezogenen Studiengängen wie Geografie, Raum, Umwelt, Stadt, Landesplanung, den Forstwissenschaften, Geo- oder Umweltwissenschaften, an den deutschsprachigen Hochschulen kommt es viel zu selten zum Einsatz von offenen Daten. Es wird dann auf alte Daten oder Musterdatensätze zurückgegriffen. Und das muss nicht sein, das möchten wir gerne ändern. Und dann auch nicht nur mit dem Verweis auf die Daten, wo man sie finden kann, sondern auch mit passenden Anwendungskontexten. Dazu hier ein kurzer Text, was OpenGeoEDU machen soll. Die Nutzung von offenen Geodaten in raumbezogenen Studiengängen möchten wir durch ja, Beispiele illustrieren und daraufhin E-Learning-Angebote für die Integration vieler dieser Studiengänge bereitstellen. Der wissenschaftliche Nachwuchs lernt so den Umgang mit offenen Daten und freier Software kennen und diesen als selbstverständlich wertschätzen. Und das Lehrpersonal kann diese Fallbeispiele in die Lehre einbinden oder auch weiterentwickeln und neue, ja, an uns herantreten, neue hinzufügen. Bei diesem Vorhaben werden wir unterstützt von Experten ja, aus verschiedenen Fachbereichen. Wir haben hier das Institut für ökologische Raumentwicklung, das uns beim Flächenmonitoring unterstützt. Das Deutsche Biomasse-Forschungszentrum bringt Expertisen aus dem Bereich Bioenergien ein und das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie mit dem Fallbeispiel Fernerkundung
Die Universität Rostock beteiligt sich auch mit Themen der Mobilität und Geoinformatik. Weitere Details zum Projekt und den Projektpartnern finden Sie auf der Internetseite www.opengeoedu.de. Hier das Projektkonsortium in Gänze. Wie funktioniert das mit offenen Datenlernen? Zum einen, wo befinden sich diese offenen Daten? Es geht um das Finden der offenen Daten. Dann das Lernen mit offenen Daten, zusammengefasst in die Bearbeitung und Aufbereitung und Bewertung der Daten und eine Art Lernerfolgskontrolle und eine Anwendung. Wie das im Detail aussieht, kommt jetzt. OpenGeoEDU bietet eine offene Lernplattform und ein offenes Angebot an Vorlesungseinheiten und Übungsaufgaben. Eine Registrierung auf der Lernplattform ist erst erforderlich, wenn Lernende Tests zum Wissensstand absolvieren möchten oder bearbeitete Themen bzw. erstellte Karten hochladen und einreichen möchten. Für diese abgegebenen Arbeiten stellen wir anrechenbare ECTS-konforme Leistungspunkte aus oder ein Teilnahmezertifikat, um die Weiterbildungsmaßnahme zu belegen gegenüber dem Arbeitgeber oder für eine Bewerbung. Neben den textbasierten Skripten mit Bildern, Karten und Verweisen produzieren wir auch Videos. Zum Einstieg in jedes Fallbeispiel gibt es einen kurzen Teaser, der halt Appetit machen soll auf das Thema und eine kleine Einführung gibt. Daneben gibt es noch einen Vorlesungs- und einen Übungsbeitrag, in dem die Übung vorgestellt wird, welche Themen auf einen zukommen, im Umfang 10 bis 15 Minuten. Der Kurs ist in mehrere Kursteile untergliedert. Nach der Einführung in offene Daten und die Bedeutung der Offenheit in der Wissenschaft folgen die Fallbeispiele zu Elektromobilität, Umgebungslärm, Biomassepotenzialberechnung, Flächenmonitoring und Fernerkundung, die dann praktisch auch mit der Arbeit an offenen Daten bearbeitet werden. Hier mal ein bisschen größer dargestellt, der Abschnitt Elektromobilität. Zum einen sehen wir Vorlesungen, Tests, Übungen, im Dokumentationsstil gehalten, die Seite. Angepasst für mobile Geräte, damit das selbstbestimmte Lernen in eigenen Zeiteinteilungen erfolgen kann. Die Kursteilnahme ist jederzeit möglich. Der Vorlesungsblock mit vielen Unterseiten, multimedial aufbereitet. Tests und Übungen sind in der Lernplattform Ilias umgesetzt. Hier finden Sie die Übungsskripte und auch den Test und die Formulare zum Abgeben der Daten. Wie schon erwähnt, für Tests und Übungen ist eine Registrierung erforderlich, ansonsten sind die Übungsskripte frei zugänglich. Themen mit Relevanz für den gesamten Kurs werden in Tutorials abgehandelt. Die sind Praxisanleitungen mit Vorlesungsinhalten zu Themen wie Kartengestaltung, Modellierung oder auch Datenformaten und Lizenzen. Die Plattform bietet verschiedene Hilfestellungen und Werkzeuge, um Interessierten die Auswahl der Kurse zu erleichtern. Hier sehen wir beispielsweise die Selbsteinschätzung, in der man mithilfe derer man zur realistischen Einschätzung der eigenen Kenntnisse mit Hinweisen zu sinnvoll erachteten Kursteilen geleitet wird. Eben dazu, um den Arbeitsaufwand überschlagen zu können, bieten wir den Workload-Rechner an. Hier wählt der Nutzer nach seinem Interessengebiet die Kursteile aus und erhält in Stunden angegeben den entsprechenden Arbeitsaufwand, den wir veranschlagen und zertifizieren können, was dann am Ende in den Credit Points sich niederschlagen wird.
Die Konformität zu Bachelor- und Masterstudiengängen findet sich hier in dieser Modulbeschreibung wieder. Genau, mit Semesterwochenstunden, Kursinhalten und Vorbedingungen und begleitender Literatur, wie man es auch aus anderen Studiengängen kennt. Dieses Datenblatt zu der Übung Elektromobilität, anhand dieses Datenblatts möchte ich darstellen, welche Kursinhalte verfügbar sind. Zum einen wird die Übungsaufgabe beschrieben, dann verwendete Software und Daten angerissen, umschrieben, welche GIS-Funktionalitäten gelehrt werden und benötigt sind, in welcher Form das Ergebnis abgeliefert, eingereicht werden soll und natürlich auch noch den Arbeitsaufwand, der sich auch schon im Workload-Rechner wiederfindet. Genau, die Übungen bieten wir in unterschiedlichen Niveaus und räumlichen Ebenen an. Hierzu die Übersichtsseite mit den Datenblättern. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Die räumliche Reichweite und die unterschiedlichen Niveaus möchte ich am Fallbeispiel Elektromobilität verdeutlichen. Beispielsweise werden auf lokaler bzw. kommunaler Ebene in dem Fallbeispiel demografische Daten und das Ladestationsnetz, Straßendaten und Ladestationsnetz in einer Kommune, zum Beispiel am Wohnort des Lernenden, für eine Erreichbarkeitsanalyse mit ArcGIS Online genutzt. Auf regionaler Ebene werden Zusammenhänge zwischen demografischen Daten für potenzielle Elektroautokäufer und dem Ladestationsnetz mit QGIS Multivariat untersucht. Und in der dritten Ebene wird eine Reise mit dem Elektroauto quer durch Europa mit Open Route Service und weiteren QGIS-Plugins abgehandelt. Zum Finden der offenen Daten haben wir zusätzlich im Projekt dieses Datenportal mit über 300 Einträgen entwickelt. Es verweist auf Kataloge und Datenportale und Geodateninfrastrukturen. Und ja, ich lade Sie ein, nutzen Sie die Karte und die Tabellenansicht und die Suchfunktion. Sollten Sie einen Eintrag vermissen, ist dieser natürlich nachreichbar. Freuen wir uns immer gerne, wenn Nutzer uns auf neue Datenportale aufmerksam machen. Jetzt sieht man gleich noch das Formular. Es sind natürlich auch Änderungen möglich. Und ja, ich lade Sie herzlich ein, damit zu wirken. Wie werden diese Lerninhalte erstellt? Und ja, möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Kommunikation und die Kollaboration innerhalb des Projektes. Autoren wie unsere Experten erstellen Markdown-Dokumente, die sie in unser GitHub-Repository laden. Und dieses ist mit einem Plugin, einem Webhook, mit dem dateibasierten CMS-Graph verknüpft. Dort werden noch weitere Metadaten hinzugefügt und die Seite learnopengeoedu.de dargestellt und ausgeliefert. Die Nutzer dürfen diese rezipieren und natürlich auch Anmerkungen verfassen und dadurch soll das gesamte Lernangebot verbessert werden. Für die interne Projektkommunikation, aber auch der Austausch der Lernenden untereinander, betreiben wir noch einen Chat und ein Forum, das natürlich fakultativ noch im Kurs eingebunden ist. Mal gucken, wie das da weitergeht. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben in das vergangene Wintersemester. Wir haben erstmals den OpenGeoEDU-Kurs durchgeführt und parallel zum regulären Betrieb wurden auch Teile von Studenten des Präsenzstudiengangs Umweltingenieurswissenschaften an der Universität Rostock getestet für Feedbackrunden und zur Verbesserung des Angebots. Hier sehen wir ein Produkt von den 25 Bachelor und im folgenden Folien auch noch von den 15 Masterstudierenden des Studiengangs.
Hier sehen wir das Fallbeispiel GIS, beziehungsweise die Übung der Sustainable Development Goals. Und aufgrund der verschiedenen Sustainable Development Goals gab es auch eine starke Varianz, je nach Interessenlage der Studierenden, welche Inhalte bearbeitet wurden. Zum Semesterende erhielten wir 8 Abgaben von Belegen und Karten von externen Studierenden. Studierenden habe ich mich hier mir mit Fragezeichen notiert, weil die persönlichen Daten nicht so gepflegt wurden, wie wir uns das bei der Registrierung erhofft hatten. Jedenfalls mit einer E-Mail-Adresse waren sie erreichbar und haben ein Zertifikat erhalten. Hier noch eine weitere, ein eigenes Ergebnis eines Studenten an der Universität Rostock, der sich mit der mit den Hilfsfristen in Rostock einer Erreichbarkeitsanalyse und offenen Daten befasst hat. Hier sehen Sie die Darstellung der Zugriffszahlen, der Registrierung. Wir hatten ca. 130 Registrierungen im ersten Wintersemester oder im ersten Kurssemester. 2/3 der registrierten Nutzer haben mindestens einen Test durchgeführt und von diesen durchgeführten Tests wurde auch 2/3 der Nutzer haben diese Tests auch bestanden und weitergehend haben wir von 29 Lernenden Belege erhalten. Also nicht alle Präsenzstudiengang-Teilnehmer der Universität Rostock haben Beleg abgegeben. Da sind halt alle zu bewertenden Arbeiten drin gewesen. Und die haben halt auch erfolgreich mit einem Zertifikat den Online-Kurs abgeschlossen. Jetzt noch eine kleine Zusammenfassung und einen Ausblick, was ich möchte, dass Sie mitnehmen. Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen können in OpenGeoEDU Leistungspunkte erwerben und wichtige Kenntnisse mit der Arbeit mit offenen Daten und freier Software gewinnen. Lehrende können OpenGeoEDU in die Lehre einbauen und mit uns gemeinsam eigene Beispiele beisteuern. Jeder Interessierte kann mit OpenGeoEDU praktische Erfahrungen mit GIS und freien Daten sammeln. Vielen Dank. Achso, ich möchte noch einen kleinen Disclaimer anschließen. OpenGeoEDU wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördert. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Vorstellung dieser spannenden Lernplattform. Ich denke, dazu wird es auch Fragen geben. Wer hat denn eine Frage? Mikro kommt. Hier vorne war auch noch eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass man dort lernt, wie man an offene Daten rankommt? Ja, wie man Datenportale und Quellen von offenen Daten finden kann. Und offene Daten basieren ja auf Geben und Nehmen. In diesem Fall geht es nur ums Nehmen. Wird auch angereizt den Studienteilnehmern, dass man sagt, hier, es gibt auch da die Möglichkeit, dass du auch Daten reingibst, also OpenStreetMap zum Beispiel? Ist so noch nicht umgesetzt. Es wird angerissen, die Möglichkeit, nutzergenerierte Daten selber zu erstellen und mit reinzubringen, ist aber noch nicht Bestandteil des Kursteiles. Sind wir gerne bereit, Möglichkeiten, auch in Citizen Science Projekten bieten sich da ja Möglichkeiten, viele Daten zu generieren oder Nutzer zu gewinnen, die sich beteiligen. Das möchten wir gerne in Zukunft mit reinbringen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Also meine Frage zielte genau in haut in dieselbe Kerbe. Also ich hatte mich auch dafür interessiert, was können Lehrende machen, um selbst die Kurse für ihre Zwecke zu adaptieren, vielleicht eigene Materialien beizusteuern oder die eigenen Tests zu entwerfen. Ist das geplant oder ist das schon Teil der Implementierung? Es ist geplant und vorgesehen. Also interessierte Lehrende, die gerne ein Fallbeispiel beisteuern möchten, können uns gerne kontaktieren. Dann werden wir uns zusammensetzen und diesen Workflow, den ich schon kurz angerissen habe, werden wir den gemeinsam erörtern, durchüben und hoffentlich zum neuen Fallbeispiel kommen. Darf ich eine Frage anschließen?
Eine kurze weitere Frage. Jetzt sind nicht unbedingt alle Lehrer, Lehrende im digitalen Zeitalter angekommen. Oder manche Schulen bieten auch nicht die Infrastruktur, um tatsächlich mit so einer Plattform umzugehen, was natürlich sehr schade ist. Aber besteht auch die Möglichkeit, zum Teil die Materialien dann als Offline-Materialien herauszunehmen, sodass Lehrende das in den traditionellen Wege ihren Schülern beibringen können? Die offenen Lerninhalte in dieser Dokumentationsansicht bieten die Option, ja, den gesamten Großteil, also einzeln ausgewählte Großteile als PDF auszudrucken, eine PDF zu generieren und auszudrucken. Des Weiteren durch die offene Lizenzierung, wir haben CC BY gewählt, weil wir möchten, dass daraus generierte Wissen auch im gleichen Maße weitergegeben wird. Möchten wir gerne, dass die Daten und Informationen auch genutzt werden, deswegen diese CC BY-Lizenzierung der Inhalte auf OpenGeoEDU, um halt ja die möglichst eine recht große Freiheit zu haben, unsere Informationen selber in die Lehre einzubinden. Okay, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt als Lehrender selber ein Thema einbringen will, also kann man sich selbst registrieren oder läuft die Registrierung nur über das Portal dann? Also man muss sich an euch dann wenden? Ja, wir sind so ein bisschen, haben eine Gatekeeper-Funktion inne, ja, um zu gucken, was alles reinkommt. Am besten mal bei GitHub gucken, wie die Struktur eines solchen Kurses aussieht und mal einen Pull-Request stellen, und dann kann man, das wäre ein guter Anfang, zusammenzukommen und ein neues Fallbeispiel beizubringen. Und noch eine zweite Frage, die sich anschließen würde. Das richtet sich ja nicht nur an Studenten jetzt der Universität Rostock, sondern prinzipiell bundesweit, jeder, der das gerne machen will. Wenn das Studierende von anderen Hochschulen machen würden, wie läuft das mit dieser Zertifizierung? Könnten die das theoretisch sogar nutzen, um Credit Points zu erwerben? So ist das gedacht. Die Universität Rostock, also wir als Universität, stellen für die erbrachten Studienleistungen diese Zertifizierung aus, und in der Bologna-Reform festgehalten ist ja die Transportabilität der Studienleistungen. Das müsste man natürlich im Vorfeld noch mit der eigenen Studien... Gibt es da schon Erfahrungen mit anderen Hochschulen, ob die das dann auch anerkennen? Also haben Studenten von anderen Hochschulen schon mitgemacht und das von ihrer Hochschule anerkannt bekommen? Wir wissen von einem Teilnehmenden der Universität Köln, hat erfolgreich teilgenommen und die Studienleistung eingereicht. Ein Feedback haben wir dazu nicht erhalten, ob das denn so angenommen wurde. Danke. Ich hätte eine kurze Frage zur technischen Umsetzung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist vieles selbst implementiert oder ein CMS benutzt worden, um Geo erweitert. Das wüsste ich gerne. Wie ist die technische Umsetzung? Und wenn das selbst implementiert ist, warum habt ihr euch bewusst gegen bestehende Implementierungen, sei es ein Moodle, ein Opal, entschieden, die vielleicht modularer nachnutzbar wären? Wir sehen durch die Nutzung der Markdown-Dokumente eine Nachnutzung gegeben der Inhalte in der freien Lernumgebung. In der Ilias-Umgebung ist ja auch der Export vorgesehen, der Export in ein SCORM-Paket für die Nachnutzung. Also wir haben schon eine Abwägung getroffen, welches Lernmanagementsystem wir nutzen. Und da hat sich Ilias als praktikabel herausgestellt. Wir hatten, bevor wir diesen Dokumentationsziel umgesetzt hatten, auch einen Test gemacht nur in Ilias, also dass wir nur Ilias nutzen zur freien Verfügbarmachung der Vorlesungsinhalte, sind da aber nicht recht glücklich mit geworden. Deswegen dieser Umstieg auf offene Lernplattform und Ilias für Tests und Belegabgaben. Ja, eine Frage würde ich noch zulassen. Gibt es nicht, dann habe ich noch eine Frage, wie hoch ist denn das Einstiegslevel? Also wie viel Vorwissen muss man mitgebracht haben, um dort mitmachen zu können? Also muss ich schon Erfahrung mit geografischen Daten haben oder kann man völlig unbefreit daran gehen? Diese verschiedenen Niveaus, die wir abbilden, Advanced, Basic, Click by Click, wie der Name Click by Click schon andeutet, wird jeder Arbeitsschritt und jeder Arbeitsschritt in dem vom Suchen, Bearbeiten, Karten erstellen, durchmoderiert, und daher ist die Einstiegswelle recht niedrig.
was gegeben sein muss, schon ein bisschen Textbearbeitung am Computer, also grundlegende Computerkenntnisse sind schon erforderlich. Aber wir denken durch die zusätzlichen Materialien, was auch dem Kursteil Geoinformationssysteme betrifft, was eine Einstiegsvorlesung ist, sind Inhalte verfügbar, die auch Nicht-GIS-Nutzern die Möglichkeit geben, mit offenen Daten und freier Geo-Software zu arbeiten. Vielen Dank, Axel Lorenzen-Zabel, für die Vorstellung von OpenGeoEDU. Danke.